Die sieben Wirkfaktoren erfolgreicher Kommunikation. Mein Name ist Mösslan, Michael Mösslan, und es geht jetzt darum, was sind die wichtigsten Faktoren, um erfolgreich zu wirken, zu kommunizieren, andere für sich zu gewinnen. Erstens, wir wirken immer. Es gibt keine Chance, nicht zu wirken. Sobald wir einen Raum betreten, wirken wir auf andere. Es kann also jeder einzelne Moment entscheidend sein, wie sie bei anderen ankommen, denn der erste Eindruck ist dann ganz wichtig. Und da sind wir schon bei zweitens, der erste Eindruck. Der erste Eindruck ist nicht, wie viele glauben, so 2, 3, 7 Sekunden. Der erste Eindruck sind 150 Millisekunden. 150 Millisekunden und schon haben sie sich ein Bild von jemand anderem gemacht, aber eben der auch von ihnen. Also ist es wichtig, in diesen Momenten extrem gut zu wirken. Nur wann ist dieser Moment? Da sie das vorher nicht wissen, ist es wichtig, in jedem Moment gut zu wirken. Und 150 Millisekunden, da kann man nicht viel wahrnehmen. Was da ganz wichtig ist, ist die Körperhaltung, ist das Aussehen, ist vielleicht noch, wenn sie gerade im Sprechen sind, die Stimme, aber auch die ist in 150 Millisekunden kaum wahrzunehmen. Gestik etc. kommt dann erst später, ist dann erst später wichtig, ist natürlich auch nicht unwichtig, aber beim ersten Eindruck ist der Moment viel zu kurz, um das abzulesen. Und das Spannende ist auch das, wir können uns in diesen 150 Millisekunden, das ist weniger als eine Sechstelsekunde, können wir uns ein recht gutes Bild davon machen, was der andere für eine Persönlichkeit ist, was der andere für einen Charakter hat oder eben andere das von ihnen. Und wir liegen da, wie Untersuchungen belegen, recht gut. Also wir treffen sehr hoch. Punkt 3 ist Blickkontakt und Lächeln. Im Wort Blickkontakt steckt ja schon das Wort Kontakt. Und nur wer mindestens so 1 bis 2 Sekunden jemand anderen in die Augen schaut, baut auch wirklich einen Kontakt auf. Darunter ist es nur ein Blick ohne Kontakt. Und leichter fällt das natürlich mit einem Lächeln im Gesicht. Denn das zeugt von Freundlichkeit, von Sympathie. Das schüttet aber auch Dopamin aus, das heißt, es macht sie selbst in diesem Moment etwas glücklicher und aber auch ihr Gegenüber, denn ein Lächeln bewirkt auch, dass beim anderen Dopamin ausgeschüttet wird und damit fühlt sich auch er besser, was letztendlich wieder ihm zugutekommt. Der vierte Punkt ist die Körpersprache. Körpersprache ist extrem wichtig und nicht nur, ja, wie ich dastehe, also die Haltung, die je gerader sie ist, desto sicherer, desto kompetenter, desto souveräner wirken sie, sondern auch die Gestik und auch nicht nur die Gestik mit den Händen, sondern letztendlich der gesamte Körpereinsatz. Der Körper an sich spricht mit, ist in Bewegung und erzeugt eine gewisse Dynamik. Aber Vorsicht, da ist nicht ein nervöses Auf- und Abtippeln oder Hin- und Herschwanken gemeint. Da ist eine bewusste Dynamik, die zu den Worten passt, gemeint. Der fünfte Punkt ist das Erscheinungsbild. Gerade eben ist ein Buch erschienen von einem Professor der Princeton University veröffentlicht, der ausgerechnet hat, wie viel eigentlich die Schönheit eines Menschen ausmacht. Und es sind auf ein ganzes Leben ausgerechnet durchschnittlich 230.000 Euro, was ein Mensch mit einem besseren Aussehen mehr verdient, als ein Mensch, der weniger gutes Aussehen hat. Nun gibt es Dinge, für die kann man nichts, wie sieht die Nase aus oder ähnliche Dinge. Aber es gibt sehr viele Dinge, die haben sie im Griff. Und es geht bei der Frisur an oder bei der Kleidung an, bei den Schuhen an. Und es geht bei Damen beim Make-up oder bei den Herren mit Accessoires weiter. Jedes Detail zählt. Und natürlich mag es manchmal etwas mehr casual, also legerer gekleidet, sympathisch, kollegial rüberkommen. Aber wir wissen auch aus Untersuchungen, dass eine konservative Kleidung, ein klassisches Outfit, mehr Kompetenz für die Person bedeutet, Wirkung von Kompetenz, von Glaubwürdigkeit, von Vertrauen bewirkt.
Also all diese Details spielen eine ganz, ganz große Rolle, wie ernst sie genommen werden, wie viel Vertrauen man ihnen gibt. Als sechster Punkt die Stimme. Manche sehen aus wie ein Celebrity und klingen wie ein Blechnapf. Und es sind natürlich diese Sachen, die manche glauben, wir können an unserer Stimme nichts tun, die wäre angeboren. Nein, das ist sie nicht. Wir haben ungefähr eine Oktav an Bandbreite. Und wir entscheiden uns während der Pubertät, während des Stimmbruchs, für eine bestimmte Stimme, die sich da innen drin gut anhört. Nur außen hört sie sich ganz anders an. Hören Sie sich mal auf einem Band an, wie sie da klingen. Das ist meistens ein ganz anderer Klang. Manche werden jetzt denken, ja, um Gottes Willen, ja, das kenne ich fürchterlich. So hören Sie die anderen immer. Sie können das aber trainieren. Viele brauchen da nicht trainieren, aber einige haben das durchaus nötig, da etwas zu trainieren, weil wenn die Stimme beispielsweise zu hoch ist, wirken sie weniger glaubwürdig. Jemand, der eine sonore, kräftige, tiefe Stimme hat, der diese Stimme auch in der Sprechweise gezielt einsetzt, Pausen macht, Betonungen setzt, der wirkt automatisch wesentlich kompetenter, vertrauenswürdiger und glaubwürdiger. Und bleibt uns doch als siebter Punkt übergreifend das Thema Rhetorik. Nun gibt es für Rhetorik viele, viele Definitionen, was Rhetorik ist. Für den einen ist es nur die Kunst der Worte, für den anderen ist es die Kunst, richtig zu wirken oder auch richtig zu sprechen. Wenn wir die anderen Sachen alle schon behandelt haben, dann geht es auch darum, unter diesem Punkt 7, welche Worte wählen Sie? Viele Menschen haben Weichmacher in dem, was sie sprechen. Die sagen dann, und ich möchte mich bedanken bei, anstatt sich zu bedanken. Die sagen, ich möchte Ihnen heute über das und das erzählen, anstatt zu sagen, ich erzähle Ihnen jetzt das und das. Die Wortwahl kann ganz entscheidend sein. Nicht, dass das einzelne Wort auf die Goldschale gelegt wird. Auch das gibt es. Das gesprochene Wort kann man nicht mehr zurücknehmen. Aber diese Anhäufung von Weichmachen, vielleicht, eigentlich, ich möchte, all diese Dinge, die lassen Sie weniger sicher wirken. Und in der Summe verlieren Sie damit auch an Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Sie sehen also, es sind einige wenige, aber sehr entscheidende Punkte, die darüber entscheiden, wie Sie bei anderen ankommen, wie Sie andere für sich gewinnen können, wie Sie andere begeistern können und auch, wie Sie andere für Ihre Ziele gewinnen können und sie so auf Ihre Seite bringen. Denn wir können keine Ziele erreichen, ohne andere mit im Boot zu haben. Niemand von uns kann alleine seine Ziele erreichen. Wir brauchen andere und dazu kommunizieren wir mit anderen. Und je besser Sie diese Punkte beherrschen, desto leichter fällt Ihnen die Kommunikation und desto leichter werden Sie Ihre Erfolge erreichen. Dabei wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Michael Mössner.